Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext aus Lukas 23. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch. Und Jesus schrie laut: Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles mit an. Herr, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, heute geht es ums Ganze. Heute geht es ums Ganze. Heute geht es um das Paradies. Und das Paradies ist in der Regel nicht das Erste, was Menschen zum Karfreitag einfällt. Kein Wunder, denn schließlich hat die Kreuzigung von Jesus auf den ersten Blick ziemlich wenig mit paradiesischen Zuständen zu tun. Ganz im Gegenteil. Das, was wir gerade gehört haben, ist Hölle pur. Hier werden drei Männer per Foltermethode auf brutalste Weise hingerichtet. Die vier Evangelisten verschonen uns weitestgehend mit genauen Details zur Kreuzigung Jesu. Keine Anzahl von Hammerschlägen, keine Beschreibungen von Blut und Schreien. Sie bleiben total sachlich und diskret. Aus guten Gründen. Wenn wir im Konfikurs über die Kreuzigung sprechen, dann wird dem einen schon das ein oder andere Mal ganz anders. Den Evangelisten geht es aber nicht um Effekthascherei, sondern um die Schilderung des Gesamtgeschehens. Und vor allem geht es ihnen um die Beziehungen zwischen den Menschen.
Und ganz ehrlich, auch da ist erstmal ziemlich wenig Paradies zu erkennen. Die jüdischen Leiter verspotten Jesus, einen nackten, wehrlosen Mann am Kreuz. Auch die Soldaten verspotten Jesus und quälen ihn. Sie geben Jesus Essig zu trinken. Das ist bei ausgetrocknetem Mund wirklich nicht appetitlich. Und schließlich spottet auch einer der beiden Verbrecher über Jesus. Auch ihm fällt in seiner misslichen Lage nichts Besseres ein, als seinen Nachbarn zu verhöhnen. Dreimal verspotten und jedes Mal steht im Griechischen ein anderes Wort da. Im Deutschen ist es immer verspotten, aber im Griechischen jedes Mal ein anderes Wort. Also umfassender Hohn und Hass. Der Spott und der Hohn kennt viele Spielarten in dieser Welt. Ganz viele Worte aus der Hölle. Und alle fordern Jesus auf, rette dich selber. Rette dich selber. Wenn du wirklich der von Gott versprochene Retter bist, dann rette erstmal dich selber. Das ist das Credo dieser Welt. Rette dich selber. Das schreit uns die Welt entgegen und das schreit sie Jesus entgegen. Rette dich selber. Und das Volk steht dabei und schaut zu. Gaffer. Hölle pur. Und das alles wäre auch schon widerlich, wenn die Person, die da am Kreuz hängt, nicht Gottes Sohn wäre. Wo Menschen gefoltert, vielleicht noch vergewaltigt und hingerichtet werden, schauen wir in einen Abgrund. Und in den müssen wir auf dieser Erde leider tagtäglich gucken. Golgatha oder Butscha, die Schädelstätten, die Fratzen des Todes sind leider allgegenwärtig. Und oft noch viel näher. Und hier auf Golgatha sprechen wir sogar von Jesus, von dem wir glauben, dass er völlig unschuldig war und anderen Menschen immer mit Liebe begegnet ist. Und von dem wir gleichzeitig glauben, dass er Gott ist. Die Menschen foltern Gott und bringen ihn um. Das ist nicht Paradies. Denn das wäre ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. So verstehe ich Paradies. Das hier ist Hölle. Menschen foltern und töten Gott. Das bedeutet absolute Trennung von ihm, vom Leben. Aber mitten in diesem Horrorszenario gewährt uns der Evangelist Lukas einen ganz hoffnungsvollen und intimen Einblick in die Begegnung und Beziehung zwischen zwei Menschen. Anders als Markus und Matthäus berichtet Lukas nämlich, dass der eine Verbrecher neben Jesus Partei für Jesus ergreift und den anderen Verbrecher für seine Worte ermahnt. Nun kann man sich natürlich fragen, warum Markus und Matthäus berichten, dass beide Verbrecher Jesus verspotten und Lukas hier eine scheinbar andere Geschichte erzählt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Markus und Matthäus kein so großes Interesse an diesen beiden Menschen hatten. Aber Lukas waren die Außenseiter, die Kranken und die Schwachen immer besonders wichtig. Deswegen hat er auch so manche Geschichte, die anderen nicht da drin haben. Vielleicht hat er hier genauer geforscht. So wie er es am Anfang von seinem Evangelium sagt. Und er hat in Erfahrung gebracht, dass dieser Verbrecher sogar noch eine Umkehr erfahren hat. Oder dass wir hier vielleicht, wenn wir Markus und Matthäus hören, zu pauschal, zu Unrecht über die beiden urteilen. Jedenfalls wendet sich dieser eine Verbrecher in seiner aussichtslosen Situation an Jesus.
Und ich glaube, dass wir von ihm einiges lernen können. Drei Dinge will ich in Kürze sagen. Erstens, was wir lernen können, ist, Gott zu fürchten. Gott zu fürchten. Trotz seiner hoffnungslosen Lage, die ist nun wirklich hoffnungslos, ist er nicht bitter oder zynisch. Er macht sich nicht über andere lustig und schon gar nicht über Gott. Dieser Mann hat Ehrfurcht. Zweitens, er hat außerdem eine realistische Selbsteinschätzung. Dieser Mensch weiß, dass er für sein Verhalten zu Recht bestraft wird. Er steht zu seinen Fehlern. Noch am Kreuz sagt er zu seinem Kollegen, wir verdienen die Strafe, die wir hier bekommen, aber er nicht. Eine realistische Selbsteinschätzung. Und drittens, er wirft sein Leben nicht weg. Dieser Mann weiß, dass er nur noch wenige Minuten oder vielleicht Stunden zu leben hat. Und so sucht er nach einem Halt. Und er wendet sich in seiner hoffnungslosen Situation an Jesus. Er wirft sein Leben nicht einfach weg. Wir wissen nicht, wie viele Stunden wir noch haben. Manche unter uns wissen vielleicht bewusster, dass sie nur noch begrenzt Lebenszeit zur Verfügung haben. Dann stellt sich die Frage nach dem letzten Halt gleich viel drängender. Vor kurzem habe ich über den Hauskreis mitbekommen, dass ein dreifacher Familienvater im besten Alter von jetzt auf gleich über Nacht gestorben ist. Völlig ohne, dass irgendjemand das erwartet hätte. Und da stelle ich mir die Frage, mit welchem Satz stehe ich am Morgen auf oder lege mich abends in mein Bett? Mit welchem Satz stehe ich am Morgen auf oder lege ich mich abends in mein Bett? Der Satz, den dieser sterbende Mann am Kreuz sagt, lautet: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann erkennt in Jesus am Kreuz den König, dessen Königreich nicht von dieser Welt ist. Er geht davon aus, dass bei Jesus das Kreuz nicht das Ende ist. Warum sonst würde er Jesus bitten, in der Zukunft an ihn zu denken? So viel Zukunft auf dieser Erde bleibt ihm nicht mehr. Und bei Jesus gibt es kein zu spät. Noch in den letzten Stunden seines Lebens rettet er nicht sich selber, sondern einen anderen Menschen. Jesus gibt dem Mann hier am Kreuz ein Versprechen, ein göttliches Versprechen, sein Ja und Amen. Er sagt: Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies, mitten in der Hölle. Das muss man sich mal vorstellen. Die beiden hängen da am Kreuz nebeneinander, unterhalten sich und Jesus redet vom Paradies. Jesus lässt diesen Mann nicht hoffnungslos dort hängen. Er macht es ganz konkret, wann? Heute. Wer? Du. Mit wem? Mit mir. Wo? Im Paradies. Ganz konkret, ich sag's nochmal, wann? Heute. Wer? Du. Mit wem? Mit Jesus. Wo? Im Paradies. Das ist eine Perspektive. Perspektive Paradies. Was bedeutet das? Ich habe festgestellt, dass es jede Menge Imbissbuden gibt, die Paradies heißen. Und Friseure und alles Mögliche. Aber all das ist ein schlechter Witz gegenüber dem, was Jesus hier meint. Paradies bedeutet vom Grundbegriff her
ein umgrenzter oder eingezäunter Bereich. Meistens handelt es sich dabei um einen Garten oder Park, zumindest wurde es dann später so verstanden. Es geht hier um einen Ort der Schönheit, des Schutzes und der Versorgung. Ein Ort, an dem man rundum aufgehoben ist, vor allem, weil Gott dort ist und wohnt. Im Neuen Testament taucht der Begriff noch an zwei anderen Stellen auf. Nur dreimal im Neuen Testament fällt der Begriff Paradies. Paulus berichtet im 2. Korintherbrief davon, dass er eine Art kurzzeitige Entrückung an diesen Paradiesort erlebt. Das ist ein Text, den wir nicht ganz so häufig hören und lesen, weil er etwas schwer greifbar ist, aber ein sehr spannender Text. Und dabei spricht Paulus von einem Emporgehobenwerden in den Himmel. Paulus kann also das Paradies mit dem Himmel verbinden. Wer das nachlesen möchte, es ist 2. Korinther 12, Vers 4. Und in der Offenbarung des Johannes gibt der Schreiber der Johannes-Offenbarung, gibt Johannes eine göttliche Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus weiter. Das ist Offenbarung des Johannes 2, Vers 7. Da heißt es, wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen. Das ist der Baum, der in Gottes Paradies steht. Wir hören hier vom Baum des Lebens aus dem Paradies ganz am Anfang von Gottes Geschichte mit den Menschen. Johannes bezieht sich auf diesen Baum im ersten Buch Mose. Gott hatte Adam und Eva aus dem Paradies ausgeschlossen, aus diesem eingegrenzten oder ausgegrenzten Bereich, nachdem sie von dem anderen Baum gegessen hatten, von dem Baum der Erkenntnis und ihm ungehorsam waren, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und, jetzt kommt's, ewig leben. Jesus, der Gekreuzigte, ist die Tür zurück in dieses Paradies, in die Begegnung mit Gott. Das verspricht Jesus diesem Mann am Kreuz. Wer Jesus vertraut, hat freien Zugang in das Paradies. Und deswegen zerreißt auch der Vorhang im Tempel. Interessanterweise, das wissen nicht so viele, war der Tempel innen nämlich ausgestaltet und verziert wie ein Garten, wie das Paradies. Der Tempel war von innen gestaltet wie das Paradies, denn hier wohnt Gott. Und nun zerreißt dieser Vorhang und der Weg dorthin ist frei. Der Rückweg ins Paradies ist frei. Er führt über eine Schädelstätte, ein Folterinstrument und den Tod. Er führt über Jesus. Jesus ist unser Ansprechpartner, wenn es ums Ganze geht, wenn es ums Paradies geht, wenn es um ewiges Leben geht. Und wenn wir uns an ihn wenden, dürfen wir sicher sein, dass er uns nicht vergisst. Das ist eine große menschliche Sorge, vergessen zu werden, auf ewig vergessen zu werden. Aber Jesus denkt an diesen Verbrecher neben ihm. Jesus denkt an jeden, der sich an ihn wendet. Jesus denkt an dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.